Das ist jetzt 30 Jahre her. Ja. Dazwischen liegen über 100 Auftritte natürlich. Aha. Was hast du gespielt bei deinem ersten Konzert bei uns? Beim ersten noch? Konzert habe ich Abends des Abends von Schumann, dann Bergsonate und dann Karneval und nach der Pause Liszt-Sonate. So ist es. Ja, da kannst du dich erinnern. Auch du bist schon oft bei uns auf den Podien gewesen. Dein erster Auftritt war angeblich, als du ca. 14 warst oder 15. Kannst du dich daran erinnern? Ja, sowas vergisst man nicht. Es war eh genau da im Schubertsaal, 1999 muss das gewesen sein. Und ja, es hat sich nicht viel verändert für mich. Ich bin noch mehr nervös vor dem Auftritt. Und damals, ich denke, als 14-Jähriger denkt man noch weniger darüber nach, was man eigentlich macht. Man hat seine Sachen gut geübt und geht aufs Podium. Und je länger man das macht, desto mehr denkt man eigentlich darüber nach, welche Materie man da vor sich hat. Und also es wird nicht leichter mit der Zeit, obwohl ich jetzt erst 26 bin. Aber wenn man dann noch 30 Jahre auf der Bühne steht, kann ich mir vorstellen, dass es immer schwieriger wird. Erste Erfahrung, vierhändig zu spielen, an nichts und ich habe überhaupt noch nie vierhändig gespielt. Vierhändig, ich habe schon gespielt, ja. Und wie lange ist Steffen bei mir? Schon lange, so 2000 bin ich in die Klasse gekommen. Aha, das ist schon gewaltig. Mir scheint, dass die Zeiten jetzt sind besser wie früher. Irgendwie vielfältiger, interessanter. Mir gefällt sehr das Konzerthaus, lädt sehr viele Künstler, die früher nach Wien nie kamen. Und das ist Entdeckung und das ist Bereicherung. Das ist wunderbar. Das denke ich auch, dass es so ist. Allerdings ist der Markt, glaube ich, auch sehr hart geworden, was er auch immer schon war. Aber ich glaube, der Druck, dass junge Leute sehr schnell verbraucht werden, einfach, der ist sehr groß. Und wenn man bei dem Spiel aber nicht mitspielt, kann es sein, dass man auch nie die Möglichkeit hat, länger in diesem Geschäft zu überleben. Und deswegen versuche ich halt, kontinuierlich seriöse Arbeit zu leisten. Mehr, denke ich, kann man und sollte man als junger Musiker nicht tun. Vor allem auch, ich sage es jetzt einmal so, wir haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Ne? Ja, ich kann nur sagen, wenn alle wären so wie Stefan, dann wäre ich glücklichste Lehrer auf dieser Erde. Er wird immer mein Lehrer bleiben, nachdem ich so lange bei ihm war. Wird sich nie.